Hallo Leute und schönen Samstag. Wir haben heute Samstag und wir verbringen heute einen schönen Tag in der City. Ich war schon spazieren, wir haben gerade gefrühstückt. Ich habe mich etwas geschminkt. Oh mein Gott, warum sieht meine Haut so aus? Okay, das ist nicht besser. Okay, wir lassen es hierbei. Etwas geschminkt. Ich habe wieder so scheiße geschlafen, ne? Ohne Witz, wieder nur so 5 Stunden oder so, aber vielleicht neppe ich einfach zwischendurch oder so. Ich bin voll aus der Atem, ich bin mal die Treppe hochgerannt. Und ja, wir fahren jetzt los. Let's go! Mädels ist jetzt im Auto. Meine Mutter fährt zum Glück. Ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht fahren. Ich habe meine Brille nicht dabei. Und das habe ich nicht rausgeredet. Das ist mein super tolles Outfit. Ja. Und jetzt fahren wir gleich los. Ne, Mama, jetzt geht's los. Mutter, Tochter, Quality Time. Meine Mutter freut sich total. Boah, ich habe diese Pickel jetzt seit 3 Wochen. Jetzt gehen die langsam weg, ne? Das ist echt gar nicht gut für mein Selbstbewusstsein, Mama. Ja, das glaube ich. Ja, es ist. Haben Tränen, Leute. Ah, ja. Oh, ich habe Wäsche gleich rückwärts rein. Ja, wir haben jetzt eine Rückfahrkamera. Ein kleines Stückchen vor. Ich muss hier mal aufsteigen. Oh mein Gott, ey, Kinders. We made it. So, ich war jetzt gerade nochmal auf der Toilette, aber Leute, jetzt geht's richtig los. Ich sag's euch. So, das Modell ist ganz nice, aber die Farbe ist irgendwie nicht so dolle. Oh Gott, ich liebe die Farbe. Boah, oh mein Gott. Das ist auch voll cute. Das sind voll viele süße Sachen irgendwie. Das ist auch voll süß. Excuse me. Wir haben die Jacke gekauft und jetzt laufen wir zu Weekday. So eine Weste, aber ich glaube, ich finde das dann auch vintage, aber ist schon nice. Okay, bei Weekday haben wir gar nichts so. Es ist nichts Cooles hier. Aber wir sind in so einem etwas neueren Laden und die haben immer so geile Sachen, gerade für Typen, ne? Quasi so diese Card, so Suit Pants quasi, wie die von Dickies. Ich finde dieses Hemd voll nice. Das ist so ein bisschen irgendwie ein bisschen zu hell, aber trotzdem voll geil. Also sind wir in den Laden reingegangen und die sind da alle immer so mega freundlich, ne? Und die Frau meinte so zu mir, ich habe bei den Frauen schon geguckt und sie so, ja hi, welche Schuhgröße hast du denn? Ich so, 42. Sie so, okay, vielleicht guckst du mal da drüben bei den Männerschuhen. Public Humiliation. Mädels, wir waren gerade bei Pick und Kloppenburg und jetzt habe ich die letzten 2 Stunden, ist schon 3:30, nur drüber nachgedacht, wo wir essen gehen. Weil irgendwie hatte ich Bock auf Falafel und hatte ich so, nee, ich brauche irgendwas Proteinmäßiges für die Gains, weil ich hart Muskelkater habe und ich weiß nicht, ob Muskelaufbau so läuft, aber auf jeden Fall brauche ich was für die Gains. Deswegen war ich dann überlegen, okay, Dean & David vielleicht oder Vapiano. Aber jetzt gehen wir zu Vapiano. So Leute, wir sind jetzt gerade wieder zu Hause angekommen. Meine Haare sehen so fettig aus, ne? Das geht ja mal gar nicht. Einfach dich gucken. Es ist jetzt so 5:30. Ich glaube, ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Und jetzt bearbeite ich noch mein Video weiter zu Ende. Es muss morgen online gehen. Und das ist hoffentlich nicht mehr ganz so viel, weil dann wollte ich noch zu Rewe, weil bei uns hat der Rewe neu eröffnet. Und ich hoffe, der sieht jetzt voll Premium aus. Weil vorher war der schon ein bisschen ranzig. Und ich bin ja wohl Supermarktkritikerin. Ja, und dann gehe ich vielleicht noch meine gute Maus Lilly besuchen, weil die arbeiten muss. Anyway, Leute, wir gehen jetzt runter und jetzt kommt Mama aus der Tag noch zu bringen. Boah, ich war so upset im Auto, ne? Digga, ich dachte, ich heul gleich. Ich weiß gar nicht, ich bin noch mega müde. Ich glaube, daran liegt's. Und meine Haut, ich sehe einfach richtig matt aus. Keine Ahnung, was ich rede. Egal, wir machen jetzt erstmal Kaffee. Leute, ich bin wieder am Bad. Ich habe jetzt fast die ganzen letzten 2 Stunden, also ich habe nur mein Video bearbeitet für morgen und gegessen. Ich merke das, weil ich so, oh, meine Haare sind echt fettig, scheiße. Wenn ich so wenig geschlafen habe, dann will ich einfach immer nur richtig viel Süßes essen. Und, Digga, immer bei diesen Oma-Keks-Mischungen, ne? Bei diesen, ja, genau. Junge, Alter, ich kenne einfach kein Limit, ne? Mir ist schon schlecht und ich esse trotzdem, Alter. Aber dachte ich so, ja okay, das ist halt alles voll ungesund. Und habe ich mir einfach noch Skier und Proteinpulver gemacht. Jetzt ist mir schon ein bisschen schlecht. Dann habe ich noch Duplo und eine halbe Tafel Schokolade. Aber wenigstens habe ich mein Video zu Ende bearbeitet.
Also ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen scheiße, I'm not gonna lie. Egal, wie gesagt, wir machen uns jetzt mal die Haare schön und fahren dann los zu Rewe. Ich muss nichts Besonderes holen hier. Bananen, gesalzene Butter, Eier und mein Skip. Boah, ich bin früher mit Sonnenzopf in die Schule gegangen. Ich schwöre, ich sah aus wie Mozart. Was wollte ich noch machen? Hä, was wollte ich überhaupt sagen? Keine Ahnung. Oh, die haben jetzt schlecht. Bis gleich, Leute. Das ist mein super cooles Outfit hier morgen. Also gar nichts. Wie mir das losgeht. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Mascara drauf geklatscht. Das heißt hier so minimal, dass man sieht, dass die überhaupt Wimpern haben. Tschüss! Nice. Und jetzt gehen wir los. Boah, ich kann echt nicht so gut atmen, ne? Not gonna lie. Und mir ist richtig warm. Ich bin immer noch richtig rot. Wir fahren jetzt zur Rewe. Und danach fühle ich mich bestimmt so. Habe ich Geld? Einfach ein Kopfhörer, viel wichtiger. Okay, er hat meinen Kopfhörer. Gute Transition. Leute, we made it. Voll pretty. Digga, das Licht ist voll nice. Ich bin voll excited, Alter. Sieht voll fancy aus. Oh mein Gott, der ist Raffaello aus. Okay, ich muss die Maske aufsetzen, muss gleich. Digga, wie fancy ist das denn, Alter? Oh mein Gott, die haben jetzt auch diese geilen Salate. Okay, also die sind jetzt nicht geile Salate, aber es sind Salate in so Boxen, so, wisst ihr? Das ist irgendwie voll fancy, finde ich. Let's go shopping. Oh mein Gott, die haben so geile Sachen hier, Alter. Loki, bin ich richtig froh, dass ich so viel gefressen habe, weil sonst würde ich jetzt richtig viel unnötige Sachen holen. Obwohl, ne, ich bin nicht froh, mir ist schlecht. Hey, ich hab schon vergessen, was ich holen sollte. Gesalzene Butter, Eier. Ich hab meinen Quark, aber irgendwas war doch noch. Ich hab den Zettel zu Hause vergessen. Boah, das ist mir schon so oft passiert auf diesem Parkplatz. Ich bin vom Parkplatz gefahren, so. Und auf einmal ruchelt mein Auto mega, hab die Bordsteinkante übersehen. Upsi. Okay, ich kann es, glaube ich, drin nicht mehr filmen, weil die alle busy am Worken sind. Aber ich sag jetzt kurz Hallo und mal gucken, was wir dann machen. Eigentlich habe ich gerade voll Bewegungsdrang. Ich habe gerade richtig viel Energie. Ich könnte safe. Nein, ich könnte keinen Marathon laufen, aber ich könnte jetzt bestimmt noch mal so einen Kilometer laufen oder so. Mal gucken, was ich gleich noch mache, aber es wird auch gleich dunkel und so alleine als Mädchen. Es ist gefährlich in dieser Welt. Okay, aber scheiße, bis gleich. Die Girl, can you guys see me? Kann man irgendwo Licht anmachen? Safe. Ach, das Licht ist schon an, okay. Also hi, geh wieder an. Also Mädels, ich fahre jetzt nach Hause. Es ist jetzt 11:30. Ich habe die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber ich war... Hab ein bisschen die kleine Maus Lilly besucht und die anderen Kollegen. Ihr seht mich echt gar nicht. Und ich war noch gar nicht allein, ich war ziemlich emo. Ich war mal richtig traurig einmal. Hi Leute, ich bin wieder zu Hause. Der mir ist der Kind. Man kann eigentlich einfach nur pennen, aber keine Ahnung. Und meine Hände bluten. Was? Meine Hände sind noch trocken. Okay, Unboxing. Chicken Periods. Concombre. Ganz viel grüne Bananen. Die Streichzarte, ist das gesalzene? Ja. Oh, das ist, glaube ich, nicht die richtige Butter. Egal. Und noch diese Creme Fin Kokosnahme. Das hält so 2 Tage bis jetzt. In der Uxus. Loki, habe ich wieder voll angefangen, Klavier zu spielen, ne? Weil ich mal gespielt habe, jetzt nicht gut. Also ich war not advanced in irgendeinem Weg, aber ich konnte auch wenigstens so Violin und Bassschlüssel lesen. And look at me. Wow, Digga, ich habe versucht, dieses River Flows in here zu spielen, weil ich das mal so ansatzweise ein bisschen konnte. Und I cannot. Nicht mal so irgendwie Muscle Memory mäßig oder so. Nichts, nada. Ja, ich zeig's euch. Ach, wollt ihr eigentlich wissen, was ich gekauft habe heute? Also, wir haben diese Lederjacke von Zara geholt, weil meine Mom die auch gut findet. Das heißt, wir können jetzt beide tragen. Das heißt, ich muss sie nicht bezahlen. Und Socken. Aber das sind so coole Socken, weil einmal sind das auch so Stulpen. Ja, und den anderen Punkt habe ich vergessen. So, hier ist die Maus. Boah, das war vor 2 Tagen noch so zugestaubt. Vielleicht sollte ich einfach ins Bett gehen. Lol, ich konnte mich gerade einfach daran erinnern. Also den Anfang, alles klingt scheiße. Oder so ähnlich, oder? Ich habe die Noten halt auch nicht mehr. Das wird vielleicht helfen. So. Vielleicht sollte ich einfach schlafen gehen. Okay, ich habe jetzt die letzte Stunde irgendwie hier versucht, was auf die Reihe zu kriegen. Und ich habe mir sogar Noten im Internet gekauft. Hallo, wer bin ich? Aber es hat Spaß gemacht. Maus, wir machen jetzt einmal vielleicht ins Bett, weil ich muss schlafen. Ich muss morgen arbeiten. Zuerst abends. Aber ich muss ja auch noch morgen mein Thumbnail machen und so. Und außerdem drehe ich langsam ein bisschen am Rad. Also wenn ich noch länger wach bleibe, dann kommt nur noch Kacki aus meinem Mund.
Falls mal. Ja. Anyway, ich mache mich jetzt fertig. Und dann sehen wir uns morgen. Weil kein Handy im Bett. Na! Wow, guten Morgen. Auf jeden Fall, es ist jetzt schon 11:45 Uhr. Und ich bin jetzt auch erst so seit einer Stunde wach. Und jetzt sitze ich auch so seit einer Stunde noch am Video für heute. Meinem Spring Closet Video. Und ich hänge mich einfach immer so in den einfachsten Sachen auf. Ne? Ich mache jetzt gerade so Feinschliff. Und jetzt geht es darum, welche Schriftart ich verwende. So, jetzt kann man das sehen hier. Achtet auf das Stolz. Was man alles theoretisch machen könnte. Und ich möchte halt sowas so, dass so den Vibe von Stolz gibt. Wisst ihr? So mit Glitter. Das ist voll gut. Ich muss 3 Stunden bei der Arbeit sein. Oh mein Gott. Ich habe mein Thumbnail jetzt gemacht. Ist es. Digga, sehe ich Ratchet aus, oh mein Gott. Ist das meine beste Arbeit? Nein. Habe ich überhaupt eine beste Arbeit? Auch nein. So, ich habe jetzt alles für den Upload gepreppt und ich weiß nicht, warum mein Gesicht heute so richtig crusty aussieht, Alter. Und ich bin auch richtig rot irgendwie. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal kurz raus, weil sonst raste ich aus. Ihr seht richtig komisch aus. Ich mein Gesicht sieht doch. Digga. Ist mein Gesicht über Nacht irgendwie breiter geworden? Yeah. It's not a good look, honey. Hallo Mädels, guten Morgen. Es ist ein bisschen spät, ich muss in 15 Minuten bei der Zahnspangenkontrolle sein. Ups, hinterher müssen wir noch ganz schnell einkaufen, weil wir nicht wissen, was wir mit da kochen sollen. Ich sehe wieder crusty aus. Wirklich, ich benutze seit 3 Tagen, 3 Nächten so ein neues Serum abends und morgens auch. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so geil ist für meine Haut. Oder das ist, weil früher war die so ein fucking Babyarsch und jetzt fühlt die sich so ein bisschen so richtig komisch an. Sieht doch komisch aus. Und ich bin müde. Außerdem habe ich die gleiche Hose wie gestern Abend zum Arbeiten an und da ist was fucking Mayo drauf. Ich hoffe, man sieht das jetzt nicht. Also ich muss heute Abend eh schon wieder hin, deswegen habe ich die angelassen. Und ich trage nur so dünne Socken und meine Docs und ich merke gerade, dass das ein großer Fehler ist, weil ich spüre jetzt schon, wie sich die Blasen formen. Jeder Schritt schmerzt so. Und ich bin zu spät. Es ist genau 10 Grad und ich muss jetzt noch so 5 Stockwerke hochlaufen. Ich hoffe, das ist nicht sauer auf mich. Mädels, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe immer ein wunderschönes Frühstück gemacht. Wir haben so richtig geile Mandeln und die sind so schokoliert. Und das esse ich jetzt. Ist schon mega spät. Ist gerade schon 11:30 Uhr. Let's talk. Also ich habe einen Kieferorthopäden, ne? Aber ich habe auch ganz fleißig meine Spangen getragen dieses Mal. Das heißt, er war sehr zufrieden. Und dann wollte er so Abschlussfotos machen. Und ich war so, oh mein Gott, yay. So richtig fette Augenringe mit meinem Mozart-Schwänzchen haben die dann so seitliches Profil und so Fotos gemacht und so 45 Grad. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich muss halt heute Abend arbeiten. Aber jetzt, ich könnte halt jetzt schon anfangen, das Video zu bearbeiten. Aber ich habe voll keinen Bock. Ich bin einfach nur richtig müde. Ich war einfach nur pennen. Deswegen vielleicht esse ich jetzt einfach erstmal und ich weiß nicht, was ich nachher kochen soll. Wollt ihr wissen, was ich eingekauft habe? Ich sage, was ich eingekauft habe. Also 2 Packungen Tortilla-Chips, weil wir die brauchen für so ein Gericht, das wir die Woche machen wollen. Und ganz viel Salat, eine Aubergine, Paprika, Champignons. Aubergine habe ich da schon gesagt, weiß ich nicht. Toast. Ganz viel Toast. Ich glaube, ich... keine Ahnung, vielleicht gucke ich jetzt einfach Bridgerton oder so. Eine Freundin von mir meinte, das sei wie Gossip Girl, aber in einem anderen Jahrhundert. Und irgendwie hat mich das überzeugt. Mädels, I'm cooking! Ignoriert das durcheinander. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe einfach nur Aubergine, Paprika, Zucchini und meinen Sojahack jetzt dazu gegeben. Hier kochen Nudeln. Und jetzt haue ich gleich noch die Tomaten hier rein. Die sind schon, habe ich gerade geöffnet. Ups. Hey, ich finde, das sieht gar nicht so scheiße aus. Oh mein Gott. Essen. Leute, ich glaube, ich bin krank. Also ich gehe jetzt noch nicht zur Arbeit. Ich habe auch gerade einen Corona-Test gemacht, aber jetzt bin ich gerade nicht mehr ganz so rot. Aber Junge, ich sah aus. Mein Gesicht hat sich angefühlt wie eine fucking Glühlampe. Und ich war auch richtig rot. Und mein Vater so, Dina, du siehst ganz anders aus. Deine Wangen sind viel breiter. Und erst dachte ich so, okay, vielleicht habe ich einfach über Nacht so 30 Kilo zugenommen oder so. Aber es ist vielleicht wahrscheinlicher, dass ich einfach Fieber habe oder so. Also ich fühle mich auch richtig warm. Wisst ihr noch, als ich heute Morgen so meinte, irgendwie sehe ich anders aus. Leute, es ist erst eine Woche später. Es tut mir voll leid, dass jetzt so lange nichts kam, aber es war einfach immer was los oder es war einfach gar nichts los und ich konnte nicht filmen und ich habe auch irgendwie schon viel zu viel Filmmaterial. Also es ist jetzt schon Freitag und ich will es am Sonntag hochladen und ich glaube, das wird alles ein bisschen zu knapp, wenn ich jetzt auch weiter filme.
Allerdings für mich jetzt schon direkt den nächsten Vlog. Aber ich wollte einfach nur sagen, falls ihr mich abonniert habt, vielen Dank. Ich liebe euch und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video, auch wenn ich zwischendurch richtig Bad Emo-Vibes abgegeben habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben, liken, kommentieren, abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich hoffe, ich liebe euch. Und ja.